Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Ja, während der Nacht war ich nicht ganz untätig. An sich habe ich sogar ein paar Tage hier verbracht und habe ein paar Ressourcen gesammelt. Wie ihr hier seht, 64 Erudian, 47 mal Fibron, bla bla bla, sind jeweils 24 Einheiten drin. Und ja, nebenbei ist auch noch ein Invasor gelandet. Den machen wir jetzt mal platt, würde ich sagen. Und dann holen wir uns die Kiste. In der Zwischenzeit kann jetzt hier noch die Verarbeitung weiterlaufen. So kann das. Super. Da wird wieder ordentlich gefetzt. Kann ich hier verankern? Diese Einzelteile hätte ich dann schon gerne. Weißt du was? Ich hole dich gleich wieder ab. Du kannst hier schon mal aufsammeln. In der Zwischenzeit mache ich mal diesen Ruckeltypen platt. Oh oh. Das wäre jetzt noch böse ausgegangen. Haben wir Schäden genommen? Hab ich dich jetzt wieder rausgerissen? Moment, da, oder? Ja. Naja, da fehlen anscheinend noch ein paar Blöcke, aber hey. So, bis du hier wieder aufsammelbereit bist, könnte ich hier mal kurz wenden. Und die andere Storage Unit abholen. Dann schauen wir mal zu unserer Kiste. So, du kommst natürlich mit. Die Teile sind ja mittlerweile ein bisschen selten geworden. Na komm. Wunderbar. So, zurück zur Base. Schauen wir mal, wie weit alles eingesammelt wurde. Naja, Drönchen, hast du auf mich gewartet? Moment, du kannst mir gerne folgen. Oh, bist jetzt wieder dümmer geworden. Wie schaut's denn eigentlich hier aus? Soll ich die paar Teile noch einsammeln? Nee, komm. Können wir später auch noch machen. So. Nein. Aus. Ab ins Inventar mit dir. Ja. Teile können wir im Shop auch noch schnell mal kaufen. Was willst du jetzt? Finger weg von meinem Payload Terminal. Ja, ein Glück, dass ich da bereits ein Storage Unit habe. Na dann, auf zum Delivery Crate. Den wollten wir uns ja ursprünglich auch schon holen. Oh, der wird sogar bewacht. Nö. Die bekämpfen sich lieber gegenseitig. Na komm. Ich habe Angst vor seinen Megaton-Kanonen. Können schon richtig Aua machen. So, erledigt ist er. Wunderbar. So, Schäden begutachten. Habe ich keine genommen. Aber dafür fehlt unserer Drohne jetzt ein Stützrad. Schade. Da ein bisschen hindrehen, damit wir die Teile leichter eingesammelt bekommen. Sorry. Das hatte ich nicht vor.
Komm du mal her. Ich hoffe mal, dass du auch ohne dein Stützrad auskommst. So. Super, dann können wir ja weiterfahren. Richtung Delivery Crate. Machen wir erstmal hier die Bäume weg. Damit wir besser sehen. Nun denn? Wartet da ein Gegner auf uns? Nein. Aber wir haben neue Hawkeye-Teile, das ist doch schön. Wurde das Verankerungssystem verbessert oder habe ich einfach nur Glück momentan? Die nächste Hawkeye-Quest, wie weit ist die weg? 738 Meter, jawohl. Da sind wir dabei. Dann weiter. Gerne mal ein bisschen Platz machen, keine Sorge, die Bäume wachsen wieder nach. Ich räume das hier alles nur aus dem Weg, damit unsere Drohne da nicht immer hängen bleibt. Und wir so gesehen gerade ausfahren können. So, Dröhnchen, wo bleibst du? Ah, jetzt hängst du trotzdem da hinten fest. Da ist doch gerade was gelandet. Uiuiui. Na komm ran da. Oh, den Shop sollten wir auch mal auschecken. Aber zuerst retten wir dieses friedliche Tag. Wenn wir denn da hinkommen. Ja doch, haut hin. Ach ja. Schön. So, kann ich noch verankern? Nein, anscheinend nicht. Das meine ich doch wohl nicht ernst, oder? Dann Feuer frei. Und weg mit dir. Wie viel Batterieleistung hast du denn? Oh oh. Genau, wir zerteilen euch hier erstmal. Komm weg mit dir. Oh oh. Das wird ja immer unheimlicher hier. Lasst meine Triebwerke in Ruhe. Wenn die explodieren, dann haben wir ein Problem. Kannst du meine Drohne bitte in Ruhe lassen? Komm schon. Ja, jetzt sehen wir seine Batterieleistung. Ist ja richtig immens hoch. Oh oh. Komm, ich muss da mal kurz weg. Ein paar Meter. Wie? Die Rettung ist schon durch? Bin hier immer noch mitten im Kampf.
aus Aldruhen feuern. Du sollst hier nicht... Oh, geht nicht. So, einer noch. Drohnchen? Dich hat's ja so richtig erwischt. Komm, laden wir mal seine Schilder auf, soweit es geht. So. Weißt du was? Storage Unit 1 wird hier gelassen. Ja, die ganzen Teile wieder einsammeln. Das wird kritisch. Storage Unit 2, du kommst ins Inventar. Na komm, volle Kraft voraus. Komm, die müssen wir auch noch platt machen. Komm ruhig näher ran. Damit ich die Teile nicht zu weit wegholen muss. Oh, du scheinst auch eine ganze Menge Batterieleistung zu haben. Na komm, weg mit dir. Blöde Panzerung. Das wäre geschafft. Wenn sie so verankern? Ja, ohne Anker wird das natürlich nichts. So. Da bringe ich da meine Storage Units wieder an. Mit unserem Drohnchen sammeln wir halt den Rest ein. Das hat's ja so richtig böse erwischt. Uiuiui. So, hier hin. Naja, zumindest fährt es noch. Das Zeugs kann hier hin. Ich hoffe mal, wir haben da ein paar vernünftige Teile abbekommen. Die paar Blöcke können auch mal mit. Mal vorbeifahren, aufladen. Und die Frage ist, habe ich ausreichend Teile, um die Drohne nochmal neu zu spawnen? Könnte knapp werden, wenn ich die Teile schon nicht habe. Oder habe ich da genug dran verbaut? Ich glaube, die sind alle kaputt gegangen. Das waren ja überwiegend die Radstützen, oder? Wenn ich dich jetzt abbaue, könnte ich es aus Versehen so weit kommen, dass ich die Teile nicht mehr bekomme. So, dann baust du, beziehungsweise sammelst hier wieder ein. Und schauen wir mal weiter. So, und überall gibt es hier Gegner, die wir platt machen könnten. Das als Wüste könnte ich auch eine etwas längere Folgenpause machen. Damit wir ein paar von diesen hellblauen Steinen reinbekommen. Hui, beinahe flugfähig. Gehst dahin. Super. Das können wir von hier aus zum Rückzug holen. Dann laden wir schnell mal wieder auf. Oh, bist voll. Gut. Und dich müssen wir dann auch noch einsammeln. Sauber. Darf ich jetzt mal auf dich wechseln?
Oh, Batterien sind noch nicht voll. Haben wir vielleicht ein paar Solargeneratoren erbeuten können? Ja, zwei weitere. Ist doch schön. So verbauen wir die mal. Dann wird ja ein bisschen schneller Energie getankt. Das war ja immer ein heftiger Kampf, ne? Weißt du was, ich glaube, das eine Teil können wir ignorieren. Wenn wir noch ein bisschen Holz hätten, ne? Könnte man noch ein bisschen Energie nebenbei generieren. Dich braucht man nicht. So, Batterien sind gleich voll. 3, 2, 1. Go. Komm, länger möchte ich nicht warten. Wir wollen ja schließlich nicht die ganze Folge hier mit dem Aufladen verbringen. Irgendwas ist da drin. Kommt nochmal so eine Salve von den Raketen, dann ist er erledigt. Vielleicht noch eine. Ah, Dröhnchen erledigt den Rest. Oh, zum Shop wollte ich ja fahren. Oh, das muss jetzt ein bisschen warten. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Sieht fast nicht danach aus. Die paar Teilchen, die hier alle rumliegen, können wir noch schnell einsammeln. Gut, Moment, was ist denn da hinten? Ja, nicht du. Oh, guck mal. Sieht ja lustig aus. Und was war das jetzt für ein Stunt von dir, Dröhnchen? Dröhnchen, lass los. Böses Dröhnchen. Aus. So, mach mal ein Blatt. Genau, die Miniguns zerteilen das alles. Die ganzen Propeller hätte ich aber gerne. Also wegen den Propellern lohnt es sich auf jeden Fall hier schon mal festzumachen. Guck mal, da liegen noch eine ganze Menge Propeller mehr. Her damit. Dröhnchen, das ist ein Job für dich. Sonst taugst du ja für nix. Außer dafür, dass du dich die ganze Zeit abknallen lässt. Platziere mir hier bitte mal schnell wieder Wind. Deine Storage Units. So. 3, 2, 1. Und einsammeln. So, dann fahren wir jetzt noch schnell mal Richtung Shop. Nehmen wir ruhig den Wüstenweg. Da dürfte ein bisschen schneller gehen. Ah, und direkt der nächste Gegner. Na komm, da runter. Lass meine Triebwerke in Ruhe. Dann geben wir ruhig mal ein bisschen mehr Gas. So. Blöd, dass die Raketen auf die Distanz nicht so treffsicher sind.
Und erledigt. Schauen wir mal, was da übrig geblieben ist. Megaton-Kanonen, warum denn nicht? Da gleich die nächsten Teile erfasst. Nicht wirklich. Ich glaube, auf den 3-Block können wir verzichten. Oh, doch, da kommen schon noch ein paar. Dann weiter. Richtung Shop. Ah, da ist er ja. Da halt mit Lichtgeschwindigkeit da hoch. Oh, guck mal, da liegt ein Triebwerk. Das hätten wir dann gerne. Drohnchen, kommst du mit? An sich dürftest du da keine Probleme haben, hier hochzukommen, aber... Ich helfe dir mal ein bisschen nach. Anscheinend hast du doch ein kleines Problem. So, dann können wir wieder weiter Richtung Shop fahren. Jetzt haben wir hier einen Thruster. Und zwar ein kleiner, passt schon. So, weiter. Nicht hängen bleiben, Kleiner. Mhm. Ja, desto kleiner die werden, umso mutiger sind sie. Gut, den Stein zermalmen wir mal kurzerhand. Und da klingelt das Telefon. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, da das Telefon klingelt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!